Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück hier in unserer Kampagne mit den mächtigen Hunnen. Und wir haben das Oströmische Reich schon stark heimgesucht. Wir schreiben das Jahr 403 nach Christus. Wir haben dem Römischen Reich stärker zugesetzt als, glaube ich, alle anderen Fraktionen auf jeden Fall. Und eigentlich hätten wir noch 42 Jahre Zeit, bis Attila unser Herrscher werden würde. Aber ich glaube, so lange warten wir gar nicht mehr. Ach, ich wollte noch eine Sache machen, das hatte ich vergessen. Ich wollte mal in die Kriegsziele reingucken, die wir hier haben. 4000, wenn wir bis zum Jahr 420, okay, das sind 17 Jahre, das ist noch lange. Erobert folgende Siedlung oder reißt die nieder? Ktesiphon, mal gucken. Schmiedet ein Verteidigungs... Nein. Reißt vier verschiedene Siedlungen nieder oder raubt sie aus. Aktuelle Anzahl 8 haben wir schon. Gut, dafür gibt es einen extra Tausender. Unterhaltet insgesamt so und so viele Einheiten. Haben wir auch schon mit einem extra Tausender. Und normalische Siedlung. Überzeugung über der folgenden Kette. Normalische Siedlung, alles klar. Haben wir auch. Okay, gut. Ja, also die anderen Sachen sind... Ktesiphon müssen wir mal gucken, je nachdem wer die hält. Juwel des Ostens. Schauen wir mal. Aber warum sollen wir ein Verteidigungsbündnis mit Ostrum schmieden? Kein Interesse. Eigentlich, das ist eine interessante Fügung. Attila wird... Ich werde das auch nochmal an einer späteren Stelle ausführlicher berichten. Attila wird in den Quellen einmal, also in einer Quelle, wir haben ja super wenig Quellen über die Zeit, aber Attila wird tatsächlich in einer Quelle als römischer Heermeister genannt. Und wahrscheinlich, ja doch, da ich hab's gerade gefunden, wir können es gerade an der Stelle ganz kurz mal erklären. Auch von Priskos, von dem habe ich schon im letzten Teil gesprochen. Und zwar, er soll eben vom römischen Kaiser den Titel eines römischen Heermeisters erhalten haben, Strategos Romaion, und der lateinische Begriff natürlich dann eigentlich Magister Militum. Interessant ist allerdings hier bei dieser Textstelle, dass er den Generalsrang eben von Valentinian dem III. Und eben nicht von Theodosius dem II. Erhalten haben soll. Außerdem hieße das, dass die Tributzahlung, die Attila bekommen haben soll, dass die dann so verdeckt als Gehalt in Anführungszeichen für sein Amt als Magister Militum eben aufgewendet worden seien. So, wir machen das auch automatisch mit den drei Mädels da drin. Frage ist nur, ob wir dich auch vernichten. Und das machen wir davon abhängig, ob ich mich hier noch hinstellen kann. Das geht eigentlich. Schwert meines Volkes. Für die Götter. Setzt euch und teilt mein Feuer. Obwohl, komm, greif du den mal an. Bereit zum Kampf! Und bleib du in der Verteidigungsstellung. Löst die vier Nymphen da mal auf. Und machen wir mal drei neue Schlümpfe hier. So, unsere... Oh, Moment. So, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben war. Wichtig aber hier halt eben der Hinweis, ich weiß noch, dass es grob um diese, grob darum ging, dass Attila ja eine Zeit lang Heermeister war. Also das ist eben sehr interessant, wenn er halt im Dienst des Weströmischen Reiches gewesen ist. Dann ist es ja quasi hier so ein bisschen unhistorisch. Aber gut, es gab immer eine wechselvolle Beziehung zwischen Attila und dem Römischen Reich. Ich werde da auch an späterer Stelle dann nochmal drauf eingehen. Vielleicht versuchen wir es heute nochmal mit einem Attentat. 44%. Ja, das ändert sich ja nicht, ne? Willkommenes Scheitern, okay. Ja. Ach komm. Für Sie ist es kritischer Erfolg, super. Was wollt ihr? Erpressen. Es gibt uns List, es gibt uns Autorität, das können wir gar nicht gebrauchen. List ist auf jeden Fall noch gut. Ja, wir nehmen das hier noch mit dem Fehlleiten der Armee.
Also wenn diese... Achso, Moment mal, das sind ja die Armenier, die ich vorhin die ganze Zeit da bedrängt habe. Ja, wenn das die Armee ist, die da drin steht... Mal gucken, will zufrieden. Seid willkommen, Botschafter. Wenn ihr denn in Frieden... ein rebellischer Opportunist. Da gab es einen Herrscherwechsel. Okay. Ja, dann verstehe ich das natürlich. Das ist aber insofern gar nicht so schlimm, wenn dir da oben steht. Wenn ich das so mache. Schade. Aber ein willkommenes Scheitern. Ist auch okay. Ich werde ihn da oben ein paar Mal die Armee fehlleiten lassen. Für den Stamm! Du hast quasi noch die Koffer gepackt. Bereit zum Kampf! Für den Stamm! Musst du eine Runde warten, bis du die Agenten bauen kannst? Ja. Ja, okay, gut. Gegen die Jungs hier bräuchten wir eigentlich Streiter, das wäre sinnvoller. Aber schaffen wir es umgekehrt, ein Bündnis mit Ostrom zu, mit Westrom zu machen? Es würde uns eigentlich auch nicht viel bringen. Ich will ja auch gegen Westrom kämpfen, mit denen sind wir auch im Krieg, ne? Also ich glaube, das ist eigentlich relativ egal. Ich glaube, wir versuchen jetzt erstmal wieder so ein bisschen unser Ding zu machen und dann schauen wir mal weiter. Wie sieht's aus? Kritischer Erfolg. Für den Stamm! Bei dir. Was hat er gemacht? Bewegungsreichweite ist um 85% reduziert. Das macht gar nicht viel, weil du willst ja eigentlich auch in diese Stellung hier wechseln. Damit du das Superzelt fertig bauen kannst. Und wir spucken jetzt hier. Wie kann ich euch helfen? Bereit zum Kampf! Erstmal einen neuen Helden aus. Er ist auch so unfähig, der Typ, ne? Der Schatten ist mein Freund. In Bewegung. Ich sehne mich nach einem Kampf! Setzt euch und teilt mein Feuer! Ich klicke auch immer hier auf das Falsche, ne? So. Also, drei Helden. Ja, das würde ich gerne bauen, da brauche ich aber mehr Geld für, alles klar. Du brauchst auch noch ein bisschen... Wir haben zwei Ziegen, Hirten, Dinger. Wir haben einen Fleischpökler. Wir bräuchten vielleicht eine Jote der Krieger oder eher eine Jote der Ältesten mittlerweile mal, ne? Das wäre fast besser. Ich sende mich nach einem Kampf für die Götter. Ja, wir warten ab, ne? Oder? Ich denke schon. Was wollt ihr? Sabotiere. Hauptsache, wir haben da oben mit dem Wurscht. Ja, wir brauchen auch wieder ein bisschen mehr Geld. Wir müssen halt mal gucken, dass können wir uns... Also wir kriegen jetzt mehr Geld, wenn wir wieder weitere Gebäude fertigstellen. Das ist sicherlich gut.
Wir können es uns momentan nicht leisten, die Armeen weiter auszubauen. Wir können aber jetzt vielleicht nochmal eine lohnenswerte Region plündern. Oder zwei lohnenswerte Regionen. Das müssen wir gleich mal gucken. Es ist immerhin ganz gut zu sehen, dass wir uns nicht so viel Angst... Oh, kritischer Erfolg. Natürlich bei dir. Es langt aber, um den Angriff zu planen. Sie sollen niederkommen! Wir belagern ihre Hüten! Was wollt ihr? Was kannst du eigentlich? Ich werde den alten Wegen folgen. Ich schreite auf geheimen Pfaden. Das würde meine Ahnen beschämen. Setzt euch und teilt mein Feuer. Warte mal kurz, ich kann dich regional nicht aufstellen. Meines Volkes. Ich könnte noch mehr tun. Ich reise leise. Was kann ich denn überhaupt mit dem machen? Für die Götter. Also, ich kann es auf Städte anwenden. Aber nicht auf römische, offenbar. Doch. Hä? Komisch. Egal, egal, egal. Ja, lauft auch hier runter. Gut. Durch die Götter! Ich sehne mich nach einem Kampf! Was wollt ihr? Gepriesen sei Kuar. Wie kann so, schick den bitte auf die Bretter. Gut. Weg mit dem Bangard. Setzt euch und teilt mein Feuer. Du baust noch. Ich sehne mich nach einem Kampf. Du baust auch noch. Gepriesen sei Kua. Wie kann ich euch helfen? Krieger. Tengri leitet meine Schritte. Beweckt euch! Für den Sturm! Ausrücken! Gibt es nichts weiteres? So. Setzt euch und teilt mein Feuer. Ah, du bist doch gar nicht der Fritze, der meine, du bist gar nicht der Fritze, der meine Armeen besser macht. Ich kann dich nur in eine Armee reinpacken, ne? Jo, dann machen wir das mal gerade. Wachsam. Für die Götter. Ich finde das Messer im Dunkeln. Ich muss noch so lange Aktionen mit ihm durchführen. Wenn ich das... Warte mal, kommt er irgendwann wieder? Sieht so aus. Es sieht so aus, als käme er wieder. Okay. Ich brauche noch eine Technologie. Die Kriegsherrenjote ist gut, weil... Ne, okay, lass die Enzyklopädie weg. Ich zeig's hier. Da, weil wir dadurch nämlich Streiter bekommen.
Also, wird geforscht. Bereit für den Einsatz. Gut. Der Part heute wird übrigens leider ein bisschen kürzer. Ich kann nicht immer so Stundenparts aufnehmen, auch wenn ich das gern mache. Mir fällt alles zusammen. Das war gerade meine Stuhllehne. Ja. Wie gesagt, bei der Belagerung verlieren wir wieder Integrität. Das ist ganz typisch, aber das macht nichts. Ostrom ist noch groß. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Sollten Sie nicht unterschätzen. In eurer berühmten Weisheit erkennt ihr gewiss, dass ich mache keine Schutzbündnisse, sorry. Ich werde nachher vielleicht nur irgendwie so ein paar Fraktionen unterwerfen, aber erstmal nicht. So, dann. Niemand wird entkommen. Dann mach das mal automatisch. Gut, leider. Setzt euch und teilt mein Feuer. Leider recht hohe Verluste. Ach krass. Tyrus. Antiochia. Tyrus. Ausrücken! Wie lautet euer nächster Befehl? So ein bisschen. Bewegt noch, euch! Ne? Gut. Für die Götter! Du hast alles fertig gebaut. Dann bitte einmal vernichten. Diese Siedlung für den Stadt. Ach, ich hätte vorhin nur mit meinem Agenten da was machen können. Egal. Keine Ahnung, stör mal bitte. Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? Gut. Wie kann ich euch helfen? Gut, gebt mir Worte. Na, ja. Okay. Ich sollte dich so einrichten, dass du eine Armee begleiten kannst, ne? Truppen inspirieren, glaube ich. Das ist gut, weil ich da am meisten erstmal von habe. Verrat ist gut, überzeugen ist besser. Bereit zum Kampf! Einmal hier und einmal hier. 47 Jahre alt. Na, wenn er 60 ist, dann hat er vielleicht die nötigen Fähigkeiten, die wir brauchen. Die ist noch zu angeschlagen, diese Siedlung. Was wollt ihr? Gepriesen sei Kua. Wie kann ich euch helfen? Da komme ich leider nicht hin. Ich könnte Ephesus angreifen. Ich lehne mich da dann aber ein bisschen weit aus dem Fenster. Ausrücken! Bereit für weitere Befehle. Ja? Was? Bereit für den Einsatz! Was wollt ihr? Du kannst gleich bauen. Ständig mal zurück. Wachsam. Wie kann ich euch helfen? Für die Gette. Ah ja, der war ja kritisch gescheitert. Genau, kommst du nochmal wieder? Ich glaube, er kommt wieder. Jo. Nächste Runde. Wir spielen slow. Nach wie vor. Ich überlege gerade, ob es blöd ist von mir, die Erfahrungspunkte auf drei Armeen zu verteilen und nicht am Anfang vielleicht eine Armee total hoch zu pushen.
Das ist aber insofern vielleicht ein bisschen unpraktikabel, weil wir wollen ganz gerne mit dieser Armee... Ach, guck mal da. Ein Streiter. Ha! Abgewehrt, du Nase. Zack. Ja, da klopfen wir auf dein Schild, du Idiot. Ja, ne? Zeig mal ein bisschen Respekt hier. Och, nee. Ne, ihr seht, was ich meine, Leute. Und wenn wir auf der anderen Seite des Bosporus oder später sogar des Hellespont sind, dann werden wir die ganze Zeit nur bedrängt. Ah, nee, 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 nee. Ich möchte das nicht. Wir brauchen viele Agenten. Ihr seht, wie wichtig das ist. Lakana gescheitert. Gescheitert. Ich sehne mich nach einem Kampf. Für die Götter. Meine Worte werden gescheitert. Wie kann ich euch dienlich sein? Also. Erfolg. Setzt euch und teilt mein Feuer. Die Siedlung wird belagert. Oh, warum mache ich das jetzt selbst? Machen noch, wir sehen noch so eine Minischlacht selbst. Mit Garnisonsflotte. Okay. Ein Schluck vorschussiges Kaffee. Gut, trockenes Wetter ist gut. Entschuldigung, das war jetzt total slurpy. Das tut mir leid, ich wollte euch jetzt hier nicht total mit meinen Schlurfgeräuschen laufen. Dann stell ich da auf. Stell du dich hier auf. So. Vielleicht starten. Dann schießt das Ding. Denkt beim Anblick dieser Mauern an eure eigenen Heime. Na toll. Das war's jetzt. Du hast aufgehört zu reden, nachdem unsere berittenen Bogenschützen losgelaufen sind. Warte mal, der hat Artillerieschiffe dabei. Die lassen wir ganz schnell hier weg. Okay, das ist in der Tat gut, wenn man sich bewegt, ist man nicht so ein leichtes Opfer für diese Artillerieschiffe. Gebt alles für die Götter! Bewegt euch! Berittene Bogenschützen! Dann macht man schnell. Ausschwärmen! Krieger, ausschwärmen! Berittene Bogenschützen! Bewegung! Bei denen können wir ruhig Einheiten verlieren, das ist nicht dramatisch. Nichts halt nur vermeiden bei der Nahkampfkavallerie-Einheit. Aber dann kommt er zurück, der wirft gleich Pieler. Ups, die habe ich gar nicht alle ausgewählt. Die laufen erstmal noch ganz gemütlich in Position. Nach Blut und Kampf. Ja, doch eigentlich gerade ganz gut. So, Befehle? Berittene Bogenschützen! Berittene Bogenschützen! Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt. Mhm. Und wenn man eine halbwegs passable Micro hat, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin, den gegnerischen Artilleriebeschuss auszukontern. Das Gute ist, die haben wahrscheinlich bald keine Munition mehr. Insofern halten wir hier noch ein bisschen durch.
mal echt, ey. Ah, der hat halt auch 3 Milliarden Pieler geworfen, der Mistkerl. Aber okay, gut. Wie gesagt, berittene Bogenschützen sind die Verluste nicht so schlimm. Schießt halt die mal Männer ein Loch haben ihre Waffen nieder geworfen und fliehen. Ja. Der Feind verliert an Boden. Die sind weg. Die mergen wir nachher zusammen, das ist okay. Zurück. Nee, das waren keine Pieler, das waren Bogenschützen. Berittene Bogenschützen! Rennt, ihr Verfluchten! Schießt! Der hat alles noch Munition. Eure Befehle, mein Herr! Berittene Bogenschützen! Boten des Todes! Reiter! Ja, Artillerie und KI, das ist eine unheilvolle Allianz. Okay, auf dreifacher Geschwindigkeit. Weil wenn der flüchtet, dann haben wir es fast. So, und ihr jetzt bitte. Brandpfeile. Direkt hier an der Küste. Autofeuer aus. Noch. Erstmal. So, jetzt an, bitte. Und ihr ganz, ganz schnell hier raus. Kommt. Ein glorreicher Sieg wird bald schon euer sein. Lockere Formation. Komm. Schade, den kriege ich nicht mehr. Komplett verloren. Das wäre sehr schade. Ich würde auch gerne die Artillerieschiffe sehen. Autsch. Ah ne, ich habe sie behalten. Geil, cool. Aus. Ja! Schwert meines Volkes! Wie kann ich euch dienlich sein? Du kannst noch ein bisschen zurücklaufen. Beweckt euch! So, die mergen wir mal schnell. Kommt, kämpft für uns. Wir nehmen noch eine neue Einheit mit und du baust mir das Ding auf. Aus auf Stufe 4. Für den Stamm! Ja? Gepriesen sei Kuhar. Wie kann ich euch helfen? Komm, noch einmal, hä? Alle Menschen. Der kann halt auch gar nichts. Okay, gut. Truppen inspirieren, schön. Und Vergeltung bitte. Einmal hervorragend. Besten Dank. Unsere Agenten. Wie kann ich euch helfen? Ich werde sie zu ihren Kritischer Erfolg. Sweet. Setzt euch und teilt mein Feuer. Ausrücken! Wie lautet euer nächster Befehl? Ja gut, die können sich gegenseitig unterstützen, das ist sehr schön. Für den Stamm. Ich bin bei dieser Armee gerade geneigt, den Krieg hier oben zu beenden gegen die Kachtlier. Schwert meines Volkes. Da sind sie ja auch schon. Bereit für den Einsatz. Die anderen halt, ne? Die anderen Kartleer. Warte, bringt nichts. Gepriesen sei Kuar. Wie kann ich euch helfen? Weil du hast nicht genügend Bewegungsreichweite. Ich bin das Messer im Dunkeln. Das haben wir schon. Das machen wir noch. Da
immer mal Lager ruinieren. So, und auf den anderen warten wir noch, ne? Für die Ghetto. Ich sehne mich nach einem Kampf. Für die Götter. Oh, mir fehlt das Geld. Ja, dann sehen wir im nächsten Part wahrscheinlich, wie wir von den Greutungen angegriffen werden. Die Gehilfen des Wolfsvaters, das ist eine Armee, die fast nur aus Fernkämpfern besteht. Wenn ich richtig in der Vermutung gehe, dass das hier alles auch Fernkampfeinheiten sind. Vielleicht ist es auch Kavallerie. Aber ich glaube, das ist eine Armee, die uns haushoch unterlegen ist. Und ich wünsche euch dann alles Gute und wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut, bis dahin. Pax Vobiscum. Valete.